Herr Präsident, wir haben in dieser Woche nun schon einiges über die Schwachstellen des Haushalts gehört. Aber viel schlauer sind wir nicht geworden. Zu den großen Rätseln gehört immer noch, wie die Ampelkoalition ihr mythenumranktes Entlastungspaket denn finanzieren will. Oder wie sie die angekündigte Strompreisbremse operativ bekommen will, wenn die betroffenen Stadtwerke die Daten dafür noch nicht einmal haben und das auch ganz laut sagen. Ohnehin löst nichts davon die Energieprobleme ursächlich. Es wird einfach nur sozialistisch, planwirtschaftlich umverteilt. Wissen Sie eigentlich, dass es die Mittelschicht, die das alles bezahlen soll, bald gar nicht mehr geben wird? Ja, und Herr Post, wenn Sie das wie eben geschehen ins Lächerliche ziehen, dann zeigt das einfach nur, wie unglaublich arrogant die SPD und wie weit entrückt sie von der Mittelschicht inzwischen geworden ist. Ja. Die Insolvenzwelle ist schon unterwegs und dennoch unterstellt der Regierungsentwurf ernsthaft im Jahr 2023 wieder Überschüsse im Haushalt der Bundesagentur für Arbeit und eine Rückzahlung der Mittel in den Haushalt. Also wie weltfremd kann eine Regierung angesichts einer direkt vor der Tür stehenden schweren Wirtschaftsdepression Deutschlands sein? Wie faktenresistent ein FDP-Finanzminister gegenüber der Realität? Anstatt die Probleme dieses Landes an der Wurzel zu packen, regieren Filz und Ideologie. Der Corona-Minister Lauterbach twittert ernsthaft, Zitat, den größten Solidarbeitrag zur Krankenversicherung leistet die Pharmaindustrie. Ihre Umsätze steigen stark. Tja. Die Fakten dazu, also das mit den Umsätzen stimmt, aber die weiteren Fakten, bei Pfizer wurde bestens verdient. Hier forderte der Bundesimpfminister jedoch keinerlei Übergewinnsteuer. Er macht stattdessen eine Dauerwerbesendung für Pfizer Paxlovid. Die GKV dagegen benötigt 2023 wegen der verheerenden Corona-Maßnahme Folgekosten einen Bundeszuschuss von 17 Milliarden Euro. Und mit dem angekündigten Solidarbeitrag der Pharmakonzerne von 1 Milliarde Euro hätten diese Pharmakonzerne gerade mal 5% ihrer Gewinne abgegeben. Und selbst diese Milliarde wurde am Ende entgegen Lauterbachs Lügentweet wieder zurückgenommen. Ganz zufällig entspricht diese nun fehlende 1 Milliarde Euro, die Herr Lauterbach seinen Pharmafirmen erspart hat, genau dem Darlehen, das der Bund nun neuerdings der GKV aus dem Haushalt gewähren muss. Das lässt einen doch sprachlos zurück. Aber reden wir auch ein wenig über den grünen Filz. Wenn die radikale Klimasekte Aufstand der letzten Generation, das sind die, die sich immer wieder auf die Autobahnen kleben, tatsächlich Hunderttausende Steuereuros aus dem Wirtschaftsministeriumsetat bekommt, dann ist auch das ein Skandal. Auch wenn das Wirtschaftsministerium offensichtlich nicht vertreten ist heute, es bleibt ein Skandal. Gleiches gilt, wenn eine grüne Klüngel-NGO namens Zentrum Liberale Moderne unter anderem mit einer Auftragsarbeit für das Kanzleramt namens Gegneranalyse mehr als 1 Million Euro erhält, um die Opposition im Netz zu beobachten und Verteidigungsstrategien aufzuzeigen. Grüne NGO allerdings arbeitend für das damalige schwarze Kanzleramt. Und nicht zu vergessen die, Zitat, Leuchtturminitiative des Entwicklungshilfeministeriums und der EU namens Stärkung der Bürgerbeteiligung an guter Regierungsführung in Laos. Und wem dieser Imperialismus im Rahmen der Agenda 2030 der UN als Begründung immer noch nicht genügt, der sollte in Projektbericht schauen und dann erfährt er, dass es dabei auch um die Vernetzung und Beteiligung aller gesellschaftlichen Gruppen geht, wobei auch immer, in jedem Fall aber unter expliziter Berücksichtigung aller 60 Geschlechteridentitäten und selbstverständlich bei, Zitat, Inklusion von Transgender-Personen. Also genau das, was das Entwicklungsland Laos so braucht, deutsches Steuergeld in allerbester Verwendung. In Deutschland, bei uns also, verweigert das Finanzministerium dagegen den Menschen jede inflationsadäquate Erhöhung des steuerlichen Existenzminimums. Die AfD fordert hier seit Monaten eine Erhöhung auf 12.600 Euro. 14.400 wäre richtig. Warten wir es mal ab. Für deutsche Verbraucher gibt es stattdessen die Gasumlage mit den faktisch 2 großen Gaseinkäufern, die sich verzockt haben. Seit heute ist es noch ein dritter, auch der wird Milliarden brauchen. Und die werden gerettet. Der eigentliche finnische Konzern Uniper, für den steht der finnische Staat nicht gerade. Der deutsche Bürger rettet ihn nun.
Dann könnte man das aber auch so gestalten, dass das wenigstens auf Kreditbasis geschieht, sodass Uniper die über 20 Milliarden, die es letztlich aus der Gasumlage erhalten soll, in ruhigeren Zeiten wieder zurückfahren muss. Es kann nicht sein, dass hier wieder einmal Gewinne bei wenigen Konzernen privatisiert, die Verluste aber über alle Steuerbürger sozialisiert werden. Letzter Satz, Herr Präsident. Die AfD-Fraktion wird zu diesem Thema in der nächsten Plenarwoche eine Debatte erzwingen. Sie ist überfällig. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Böhringer.